So, Freunde, herzlich willkommen zum Krieg Seven Days Hunting gegen Wolves of the North. Das ist die zweite Allianz in der King of the North Allianz Aktion. Und ja, ich denke, wir verlieren. Wir haben noch 12 Angriffe. Hier sind es jetzt noch 2. Wird schwierig, glaube ich. Deswegen gucken wir mal, was wir hier so machen können. Hier ist was Lilanes daneben. Oh, das sieht auch interessant aus hier. Das könnte was für... gute Frage, für was? Ich will erstmal meine roten Teams, glaube ich, abarbeiten. Das heißt, keine Wähler. Dann würde der schon mal gut passen. Was haben wir noch? Magni und Cage. Ja, was fürs gelbe Team. Hier ist auch keine Wähler. Da auch nicht. Ich glaube, ich nehme ihn hier zum Mann. Obwohl, da könnte ich mit Lila reingehen. Da sind so ein paar spezielle... Weißt du was? Greifen wir direkt mal mit Lila an. Lila Team. Nehmen wir den einen verlorenen Rieger hier unten. Und dann nehmen wir Panther und Ursena. Ich könnte jetzt 2 rote noch nehmen, ne? Aber dann müsste ich ihn langsam nehmen. Will ich, glaube ich, nicht unbedingt. Was war auf der anderen Seite? Blau. Ja, ich glaube, ich nehme meine zweite Telluria damit. Ach nee, die ist auch schon im anderen Team verbaut. Können wir das so machen und... Ja, wir spielen damit 4-1. Ja, ich glaube, sonst mache ich mich da irgendwie kaputt. So. Du kriegst die. Du hast die, ihr habt die, das passt soweit. Ja. Okay. Auf geht's. Ah, fuck it. So. Ah, yo, das ist auch ein Fuck it. Oh, Mann. Okay, vielleicht nicht ein ganz so großes Fuck it, wie ich gedacht habe, aber. Hat schon ein bisschen was. Okay, hier. Okay. Zack. Jetzt können sie auslösen. Ach, Rigard. Pfeife, ey. So, ich nehme jetzt erstmal den Buff von allen runter. Keine Heilung. Niemand heilt sich hier ohne meine Erlaubnis. Okay. Oh, sehr schön. Okay, so, jetzt, ist es vorbei. Da wollte ich jetzt kaum noch was machen. Nur noch mal mit dem Panther hinterher streicheln. So. Okay. So, das war's. Dann nehme ich jetzt meine roten Teams. Rote Teams, das heißt keine Wähler. Wir könnten hier mal gucken. Info. Ja, nehmen wir den mal hier. Mein rotes Team, was sich ganz gut schlägt, das ist Team 5. Bestehend aus euch beiden.
Und euch. So. Wilbur kriegt die Truppe. Er kriegt die. Die Truppen passen soweit. Ja. Auf geht's. Das Team hat im PvP eine ganz gute Quote. Aber die Quote kommt jetzt hier auch zum Tragen. Nicht die Hochmacher. Die hoch, wenn ich dann die spiele. Boah, ich habe absolut kein Vorstellungsvermögen. Ich weiß nicht, ob ich was Gutes basteln kann. Ich weiß aber, die drei und hier die drei reichen für meinen Freund hier. Aber ich mach das mal so. Okay. Ja, danke. Danke, danke. Vielen Dank. Das habe ich mir verdient. Für diese starke Überlegung, die ich vorher hatte. Ich überlege, ob ich tatsächlich nicht erst die spiele, weil dieses eine Steinchen reicht nicht. Nee, ich krieg hier aber auch sonst nichts. Wobei. Nee, da kriege ich nichts. Ja, dann machen wir das jetzt doch. Okay. Er wird mir keinen One-Shotten, das. Oh. Ach komm, jetzt echt, jetzt ist Wilbur weg. Ja, Wilbur, du hast versucht. Du hast es versucht, aber. Hat nicht geklappt. Jetzt gucken wir mal, dass wir dann doch hier Deluria wegkriegen. So und so. Und jetzt müssen wir ghosten. Jawohl, perfekt. So, der Franzose an. Aufnahme ist auch noch an, gut. Ja, Aris, was mache ich mit dir, Aris? Ich habe hier noch nichts. Aber vielleicht kommt hier was Rotes, machen wir dich einfach mal an. Gucken wir mal. Okay, jedenfalls, der ist weg. Das ist natürlich schade jetzt um den Franzosen, dass der sich nicht weiterhält. Hier kriegen wir was, gehen wir nicht auf. Ja, danke, dann geh doch da drauf, du Penner. Nicht auf Cage. Ah, ach, verdammt, ja. Ich muss jetzt gucken, dass wir Cage aktiviert kriegen, weil Cage ist der Einzige, der jetzt hier noch regeln kann. Das Problem ist, wie lange hast du jetzt noch deinen kritischen? 3 Züge, pass mal auf, vielleicht kriegen wir damit Sim weg. Ach nein, natürlich nicht. Ach ja, Gott. Ey, ich kann nichts machen, das Board verlässt mich. Ah, Board verlässt mich. Ja. Und ich verlasse das Match. Scheiße, ey. Ah. Okay. Das ist immer so. Die Teams, die im PvP gut sind, die versagen gerne mal im Krieg. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber. Warte mal. Da oben war ein Kundchen, das war lila. Da ist auch nochmal lila. Haben wir sonst noch irgendwo ein Team ohne Wähler? Ja, hier.
Nehmen wir das fürs andere rote Team. Bestehend aus Sim, Mayanna. Was anders? Ich gucke, dass ich so direkt die Truppen verteilt habe. So. Team 4. Hier. Team 4. Hier müssen wir noch eben, obwohl, ne, na doch. Wechsel. Auch wenn Kirill jetzt hier durch Einstein schneller gewesen wäre, aber ich will die kritische Truppe auf ihn. Okay. Gucken wir mal, was hierbei rumkommt. Es ist nicht viel, was ich hier zur Verfügung habe. Ja, die Roten bringen mir jetzt aber noch nicht so viel. Ah, dann spielen wir sie mal, bevor jetzt Telluria auslöst. Okay, was soll ich bei so einem Board machen? Jetzt mal ohne Spaß. Dieses Board, ne? Bei Grasul. Und das war's schon wieder. Board ist schon wieder gut. Ich kann höchstens die machen, dann ist Vela da. Geht bestimmt hier rüber, ja genau. Damit wir den Kirill mal weg haben. Gut überlegt, RNG. Das wird eine Nullrunde. Ja, klar. Natürlich, sonst heilst du immer. Ja, komm. Ach, leck mich doch, ja. So, aber das lag auch nicht an 3-2, ne? Also das war wirklich bei Sports. Wenn wir mal wirklich so sagen, nein, hier will ich nicht hin. Will hier hin. Ach nee, den will ich doch nicht. Dann nehmen wir jetzt mein grünes Team. Da ist kein Gradmacher. Das grüne Team ist eigentlich gut. Eigentlich ist das grüne Team gut. Dann haben wir hier, ja komm, gehen wir mal hier drauf. So, hier haben wir dich. Grünes Team. Evelyn. Jeva, Telluria, Kingston, Rigard. Komm. Die tauschen wir mal. Die tauschen wir hier auch. Okay. Müsste eigentlich, also, ich sag nix. Ich sag jetzt nicht, ob sich das Team im PvP gut macht oder nicht. So.
Kriegen wir das hier unten irgendwie nach oben? Wahrscheinlich nicht. Nehmen wir erstmal das hier. Okay. So, wenn ich das spiele, kann ich das spielen. Wenn ich das spiele, kann ich das spielen. Ist sogar besser. Weil dann habe ich hier noch grüne. Das reicht für Evelyn und Kingston in der Theorie. Jawohl. Oh, Jabba. Mein Freund. Ja, Wähler hat gerade ausgelöst. Können wir ruhig die gelben nehmen. Ah, und ich brauche ganz dringend jetzt Rigat. Ei. Ach, komm. Dein Ernst. Dein Ernst. Ach, widerstehen. Ach ja, Poseidon. So, irgendwie. Dieses Board schon wieder für ein Arsch. Lela löst gleich aus. Wenn ich jetzt die spiele, könnte hier eventuell was kommen. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Natürlich habe ich ein Problem. Die kann Minions widerstehen. Ach, Leute. Ach, jetzt ist mein Board wieder tot, ey. Ich könnte kotzen. So, jetzt wird's interessant. Warte mal. Das so? Ach, Poseidon. Poseidon, du killst mir eh, egal auf wen du gehst, du killst ihn mir. Ja. Okay, gehen wir mal hier rüber. Gucken mal, dass wir Cage wegkriegen. Okay. Und jetzt habe ich habe nichts grün. Ein fucking Grünstein. Ja, jetzt rastet er aus, dass er alle. Ach. Ah, schön, Kingston. So. Jetzt ist die Frage. Auf wen gehen wir? Mariana kann ausweichen, ne? Thema auf King, auf Poseidon. So, sie löst aus. Das heißt, wir können da ruhig reinhauen. Warum musst du jetzt wieder auf den Held gehen, der mehr Leben hat? So, ich brauche was Grünes. Das ist unfassbar. Es kommt nichts Grünes. Oh doch. Aber Feldheilung. Ach. Dreckige Feldheilung, ja. Ich hoffe, du heilst dich mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht reicht mal Jannas Schuss dann gar nicht aus für uns. Obwohl doch 267, Ich spamme meine Kommentare, ganz ehrlich.
das blaue Team. Blau und gelb habe ich noch. Ich denke, wir nehmen jetzt hier einfach die dicken Burschen. Das ist wahrscheinlich eh gelaufen. Das sind noch, obwohl. Wie viele Punkte gibt er mir denn hier? Ja, ich nehme den jetzt. Ich werde den jetzt nehmen. Lass mal gucken, dass wir da noch ein bisschen irgendwie punktuell was raushauen. Okay. Du. Ach, du wärst in Team 2 gewesen. Habe ich Team 2 schon genutzt? Ach nee, Team 2 ist Titan-Team. Alles gut. Alles gut, alles gut. So. Dann wollen wir mal gucken, was dieses 3-2-Team jetzt erreichen kann. Ich habe ja auch kein gutes Gefühl dabei. Okay. Rot, ja, war klar. Oh Gott, es ist wieder nix. Es ist wieder nix da. Ah. Immer Telluria kaputt mit 2 grünen Hellen. Natürlich. Natürlich tue ich das. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel, das macht einen. Psychisch macht es einen echt fertig. So. Was mache ich jetzt mit Magni da? Wie viel hast du denn noch? 30. Ah. Warte mal. Ach so, jetzt willst du auslösen. Wollte gerade, dass ich spiele das trotzdem mal hier. Aha, kann es nicht auslösen. Okay, das haben wir in der Tasche, weil Ariel halt jetzt dagegen. Gehen wir jetzt hier mal drauf, zack und zack. Nehme ich ruhig die grünen hier. Dann hauen wir den Franzosen weg. Telluria können wir anmachen. Hier haben wir jetzt 3 geghostete. Ist Liana auch gleich wieder am Start? Ah, das ist okay. Mach mal. Ja, mach ruhig. Mach ruhig. So, nun hauen wir jetzt weg. In der Hoffnung, dass er auch weggeht. Ich wusste es. Ja, Feldhilfe, bla bla bla. Kannst du mich mal, Feldhilfe? So. Kann er jetzt weggehen? Ach, jetzt habe ich ihn nicht ausgewählt. Ach, komm schon. Ist das dein Ernst? 50-50 Chance, wenn ich mal nicht auswähle. Und dann trifft er trotzdem nicht. Okay. Ah, Mann. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es an den Boards lag. Also es lag an den Boards meiner Meinung nach. Also an den Teams eigentlich nicht. Ich habe halt einfach nur keine Steine gekriegt. Das ist also das Problem. So. Ach, er ist auf Dumas gegangen, okay. Seht ihr noch irgendwas? Nein. Geh weg. So, ich habe jetzt noch ein gelbes Team. Heißt, haben wir irgendwo... Ah, hier. Er hat ihn angefangen.
46 Punkte ist eigentlich noch okay. Gehe ich, glaube ich, mal drauf. Gucken wir uns den mal an. Delilah, Hase, Drake, Seeshad und... Ach, da wäre jetzt mein anderer Rigard gewesen. Oder? Ja. Habe ich nicht noch einen zufällig irgendwo? Okay, dann müssen wir das anders machen. Dann nehmen wir... Ach komm. 3-1-1. Weiß nicht, ne? Ich könnte Kunchen nehmen, aber bis Kunchen, obwohl doch. Nehmen wir Kunchen mit. 26er Truppe für Kunchen. Obwohl, er hat keinen Breakpoint, das ist Quatsch. Hallo. Könnten höchstens da 13 verteilen. Ja, nehmen wir die. Hier passt das soweit. Okay, auf geht's. Okay, immerhin ein bisschen was, womit wir arbeiten können. Haben wir hier noch die gelben. Okay, dann gehen wir auch direkt auf die Seite, weil wir haben gelb und lila drunter. Ich nehme erst die gelben. Dann haben wir Delilah. Nehmen wir jetzt die lilanen, dann haben wir Kunchen. Er belebt sich wieder, natürlich. Ich hoffe, das reicht. Ach komm, ernsthaft. Ich will ihn vor der Feldheilung irgendwie kaputt kriegen, ne? Ach komm. Oh, ohne Spaß. Das ist dein Ernst. Wenn du mir jetzt irgendeinen kaputt machst, ne? Kannst du jetzt drauf gehen? Ey, Junge. Irgendwann hört der Spaß auch auf. Meine Fresse. Freu dich, Finley. Hast du mit Drake kaputt gemacht? So. Das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache. Hundchen löst eh aus. Finley muss weg, ne? Finley müssen wir irgendwie wegkriegen. Das heißt, Kombination Hase und Seeshad. Seeshad kommt jetzt hier. Okay, jetzt ist die Frage, oder kriegen wir Kunchen weg? Ich befürchte nicht, aber ich versuch's. Oh. Ob ich's geahnt hätte. So, jetzt, er löst aus. Er hier aber noch nicht. Guck mal. Boah, ich könnte Kunchen wegkriegen, ne? Weißt du was? Ich mach jetzt Kunchen weg. Ein Idiot weniger. So, und jetzt nehmen wir hier nochmal die gelben. Reicht für Delilah, das ist gut. Machen wir erstmal das. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Okay, oder auch nicht. Nehmen wir nochmal den Hasen. Komm schon. Hier kriege ich noch meinen Dreier-Match in Gelb. Wobei, ich mache das so. Dann haben wir
Honighuhnchen, dann nehmen wir die lilanen. Und das reicht fast. Aber mit Seeschalt sollte es jetzt eigentlich dann gelaufen sein. Da schon. Okay. Ja. Die kaut mich jetzt nicht so von den Socken, ne? Ja, wir sind durch. Ah, die haben noch 2 Angriffe, okay. Ja, das Ding ist verloren. Aber machst du nix, ne? Ist halt so. Wie viele Punkte haben wir denn? Oh je. Nee, also ich würde mal gern wieder so einen schönen Krieg haben. Aber irgendwie läuft das noch nicht so. Ja, die beiden hier, ne? Die beiden waren scheiße. Der war unglücklich, wo nur Mariana stehen bleibt. Das hier, gut, das waren jetzt Ur-Cleans, One-Shot-Light oder so, wie man es nennen will. Ja. Naja, bin ich nicht mit zufrieden. Also mit meiner persönlichen Leistung, ne? 5600, das ist ein guter Score gegen Telluria. Aber so. Ich glaube, wir haben auch noch. Ging aber auch vielen anderen so, ne? Wir haben viele Leute unter 200. Ja. Ja. Schade. Aber gut, machst du nix. Nächster wird hoffentlich besser und dann sehen wir uns gleich dann zum Turnier wieder. Also, bis gleich. Da geht's dann weiter mit Telluria und den Festspielen. Also, dranbleiben, nicht verpassen. Ciao.